Wir haben eine Vereinbarung schließen können als TSV 1860 München mit der Firma Infront Sports and Media, die uns als Verein berät, um den Vermarktungserfolg zu verbessern. Das heißt, sie stellen uns ihr Kontaktnetzwerk zur Verfügung, die stellen uns aber auch ihr Know-how zur Verfügung, dass wir in der Vermarktung sozusagen ein gut aufgestellter Partner sind, damit wir unsere Einnahmen dann steigern können. Ich glaube, was ganz deutlich war, ist, dass wir gezeigt haben, dass wir aus eigener Kraft die Lizenz bekommen. Ich glaube, das könnte, oder das ist meine Hoffnung, auch einen gewissen Bewusstseinswandel vielleicht beim Investor bewirken, um zu sagen, wir müssen auf anderer Basis wieder zusammenarbeiten. Hasan Ismaik hat uns gerettet. Hasan Ismaik war derjenige, der uns mit seinem Geld in die Lage versetzt hat, dass wir weiter existieren können. Das ist unvergessen. Das heißt, die Arme sind offen für ihn, aber er muss auf die Grundlage des Kooperationsvertrages auf die 50+1-Regel zurückkommen und auf dieser Grundlage agieren. Und er muss auch seine Verpflichtungen, die er eingegangen ist im Dreijahresplan, erfüllen. Wenn Sie sich vorstellen, wie auch die Fans gegenüber uns aufgehetzt wurde. Man sprach von Bande und man sprach von Schmarotzern. Und wir hatten eine ganz schwierige Situation, dabei auch mit neuen Investoren oder mit neuen Geldgebern ins Gespräch zu kommen. Wir haben es trotzdem geschafft. Dann war das eine gewaltige Leistung. Und ich denke, das ist auch ein Investor Ismaik jetzt deutlich geworden, dass wir in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass es mit der Lizenz weitergeht. Also wir werden jetzt alles daran setzen, dass wir von externen Geldern so weit wie möglich unabhängig werden und so schnell wie möglich unabhängig werden, weil das bedeutet letztlich eine gewisse Form von Freiheit und auch eine gewisse Form von Selbstbewusstsein. Und die Fans des TSV 1860 München können heute sehen, vielleicht auch nach einigen Rückschlägen in der Vergangenheit, dass wir was geschafft haben, was uns vielleicht nicht jeder zugetraut hat. Parallel haben wir noch das Team für die neue Saison mit ihren Neuzugängen schon komplett und richten hier schon den ganzen Fokus auf den Erfolg des nächsten Jahres und hoffen, dass sie den Weg mit uns mitgehen, und dann werden wir alle zusammen erfolgreich sein.